wichtigen und notwendigen Stimmen der Vernunft, die wir auch alle unterstützen müssen. Und deshalb herzlich willkommen auf dieser Kundgebung, Michael Müller. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich will gleich sagen, dass ich bedauere, dass nicht sehr viel mehr Organisationen das hier organisiert haben, denn wir sind in einer tatsächlich sehr schwierigen und sehr gefährlichen Situation, wo wir ein viel breiteres Bündnis noch brauchen, um den Unsinn endlich zu stoppen. Wir sagen auf jeden Fall Nein zu völkerrechtswidrigen Bombardierungen. Wir sind hier, weil wir die Eskalation des Krieges verhindern wollen. Und wir sind vor allem deshalb hier, weil wir im Augenblick kein Vertrauen haben in die politisch Verantwortlichen. Wie kann man das auch, wenn statt auf Kooperation und Zusammenarbeit permanent die rhetorische Dosis des Freund-Feind-Denkens gesteigert wird und letztlich nur dämliche Tweets abgewickelt werden. Das ist eine Welt, das ist eine politische Welt, die den Herausforderungen unserer Zeit in keiner Weise gerecht wird. Wir sagen klar, es geht nicht, erst 100 Raketen abzuschießen und dann zu sagen, wir wollen über Verständigung reden. Man nennt das allerdings jetzt anders, man nennt das neue Gesprächsformate. Wieso eigentlich? Warum nutzt man nicht die, die vorhanden sind? Was soll das, wenn es eigentlich nur um Rechthaberei geht? Mit Entspannungs- und Friedenspolitik hat das nichts zu tun. Wir sind hier, weil wir nicht wollen, dass immer mehr Menschen zu Opfern von Stellvertreterkriegen werden. Wollen wir doch ehrlich sein, in der Nahostregion geht es in erster Linie um Ressourcenkriege. Es geht um Gas und Öl. Es geht um imperiale Interessen von Industrienationen. Und um es klar zu sagen, natürlich hat Syrien vergleichsweise geringe Ressourcenvorkommen. Aber es hat eine strategische Bedeutung in der Region und vor allem für Liefermärkte und globale Energiemärkte. Seit dem Aufstieg des Öl- und Gaszeitalters geht es in dieser Region knallhart um wirtschaftliche Interessen und um eine Machtpolitik. Es geht um schmutzige Deals, um den globalen Markt fossiler Energien. Und deshalb sagen wir, auch das ist ein Beitrag zum Frieden. Wir müssen endlich die Energiewende hinbekommen, um aus dem fossilen Zeitalter auszusteigen. In 2/3 aller Länder, in denen es zu Bürgerkriegen kam, waren ausländische Mächte oder ausländische Interessen für die Interventionen ausschlaggebend. Und ich sage auch heute, wir sehen mit Sorge eine erneute Militarisierung des Denkens und der Außenpolitik. Es ist schrecklich, welche Töne insbesondere auch von der NATO kommen, aber auch von anderen Seiten. So kann man in einer schnell zusammenwachsenden Welt Konflikte nicht lösen. Deshalb drei aktuelle Bemerkungen. Erstens, wir begrüßen, dass heute in Rom das Gericht die Strafanzeige gegen die italienische Tochter von Rheinmetall angenommen hat. Es geht um die Beteiligung an der Tötung von Zivilisten, vor allem durch die Lenkbombe MK-80.
Und Rheinmetall ist ein zentraler Zulieferer für die Munitionsproduktion in Saudi-Arabien. Es ist in der Tat eine Schande, dass allein im ersten Quartal dieses Jahres bereits 162 Millionen Euro an Waffen in diese Region geliefert wurden. Das sind, wenn sie für Kriege genutzt werden, und das werden sie ja, klare Verstöße gegen deutsches und auch gegen italienisches Recht. Wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren. Zweitens, wir unterstützen die Aktion Stopp die RBs Rammstein. Denn in der Tat, Rammstein ist der Ausgangspunkt und das Drehkreuz völkerrechtswidriger Angriffskriege durch tödliche Kampfdrohnen. Tausende Tote sind letztlich auch eine Folge von Rammstein. Deshalb stoppt Rammstein. Und als dritten Punkt, wir müssen alles tun, um den Irrsinn zu stoppen, auf 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben zu kommen. Dies würde bedeuten, in Deutschland fast 30 Milliarden mehr für Militär und Rüstung. Das ist das Gegenteil von Friedenspolitik. Wer Friedenspolitik will, soll die 30 Milliarden ausgeben für soziale Maßnahmen und den Klimaschutz. Das ist viel besser. Also noch einmal, wir sagen Nein zum Krieg. Aber Nein zum Krieg bedeutet endlich zu begreifen, wir brauchen Verständigung und Zusammenarbeit, gerade wenn es Unterschiede gibt. Und nicht, wenn Unterschiede da sind, dieses dazu zu führen, dass nur noch Schwarz-Weiß zählt. Friede und Entspannung, das ist das Gebot Europas. Vielen Dank.